überschreiten wir im Jahre 2006, vom Bermuda-Dreieck kommend, vor der Bahnbrücke die Viktoriastraße und gehen ohne Richtungswechsel weiter, so gelangen wir über einen Parkplatz zum Nachkriegsprovisorium des ehemaligen Bergisch-Märkischen Bahnhofs Bochum Süd, von 1920 bis 1957 erster Bochumer Hauptbahnhof. Wir sehen die 1949 neu erbaute Empfangshalle, später zur Bundesbahnschule gehörend, das Leerstellwerk mit Verwaltungseinheiten und schließlich den großen Frachtschuppen, der noch als Lager zweier Unternehmen und als Clubdiskothek genutzt wird. Neben dem Parkplatz liegt der nordöstliche Teil der hier noch vorhandenen, gepflasterten Freiladestraßen des Güterbahnhofs und dahinter, vor der Humboldtstraße, der ansehnliche Rest des ehemals sehr stattlichen Ringlokschuppens, genutzt vom Autohaus Bücker und Witte. Zwei Jahre später wird dieser wesentliche Teil des historischen Ensembles dem Projekt Citytor Süd zum Opfer fallen. Weitergehend gelangen wir in das Gelände des ehemaligen Rangierbahnhofs Bochum Süd. Das Schienenfeld hinter der Absperrung wird erneut genutzt, und zwar durch das Unternehmen BSR, Recycling von Böden und Schotter. Dafür wurde dieses große Stellwerk teilweise reaktiviert, allerdings ohne die noch vorhandene Stellhebeltechnik. Wichtige Weichen werden elektrisch, der Rest per Hand bedient. Ein Riesenschritt weiter nach Westen führt zum Ablaufberg des Rangierbahnhofs. Im Rückblick die blanken Schienen der Gleishafe, auf denen gerade Sonntagsruhe herrscht. Rechts hinter der Hauptstrecke nach Essen der Turm der Mainolfuskirche an der Hattinger Straße. Der nahende Regionalzug mit Steuerwagen ist soeben am S-Bahn-Haltepunkt Bochum-Ehrenfeld vorbeigefahren. Dieser ist jetzt links hinten im Bild zu sehen. Die Zufahrt zu den südwestlichen Freiladegleisen ist noch vorhanden. Blicken wir nun zurück auf die Anfänge der Eisenbahn in Bochum. Hier das Areal des Bahnhofs Süd zur Jahrhundertwende. Die Freiladegleise vor der Kulisse der Stahlindustrie sind voll ausgelastet. Rechts im Bild kann man hinter dem imposanten Ringlokschuppen den Wasserturm ausmachen. An dem prachtvollen Empfangsgebäude mit kaiserlichem Postamt wurden im Laufe der Zeit mehrfach Um- und Anbauten vorgenommen. Links Häuser an der Hattinger, heute Alte Hattinger Straße. Zu dieser Zeit versahen unter anderem Lokomotiven der T91-Gattung ihren Dienst im Ruhrgebiet. Diese Lokgattung wurde um die Jahrtausendwende für den Personen- und den Güterzugdienst sowie für Rangieraufgaben angeschafft. Lange Zeit konnte man sie sogar auf den Hauptstrecken antreffen. Auf dieser Karte von 1857 sehen wir, dass das derzeit sehr schnell zur Industriestadt gewordene Bochum lediglich von einer größeren Landstraße durchquert wird. Weiträumig ist es von fast gleichzeitig zwischen 1847 und 1849 entstandenen Eisenbahnlinien umgeben. Diese bringen den Kohletransport durch die Schiffe auf der Ruhr und die Zechenpferdebahnen hier in Bildmitte in den Folgejahren rasch zum Erliegen. Von Stehle im Westen bis Vohwinkel im Süden führt die Prinz-Wilhelms-Eisenbahn. Sie entstand aus einer schmalspurigen Pferdekohlenbahn, die bereits 1831 bis Langenberg führte. Man beachte die Kohlenmeiler rechts im Bild. Von Düsseldorf im Südwesten verläuft die Bergisch-Märkische Bahnstrecke über Hagen und Witten nach Dortmund im Nordosten. Die Lokomotive im Bahnhof Hagen hat erst eine angetriebene Achse, wie der bekannte Adler. Im Norden berührt die Köln-Mindener Bahn die Städte Gelsenkirchen und Herne. Vorangegangen war ein erbitterter Kampf um die Linienführung dieser Strecke.
Im Bochumer Kreisblatt, später Märkischer Sprecher, kann man sich seit 1843 über die höchst engagierten Versammlungen und Petitionen der Industrie, Politik und Bevölkerung informieren. 1845 entschied der König gegen Bochum und Essen, zum großen Nachteil der vielen in diesem Bereich liegenden Zechen und Fabriken. Bochum war also auf die Post, Gepäck und Personenkutschen zum Bahnhof in Herne angewiesen. Dieser hieß nun Bahnhof Herne-Bochum, wie auf dem Fahrplan der Köln-Minder-Strecke aus dem Jahre 1855 ersichtlich. Auch die Hoffnung auf eine Verlängerung der Prinz-Wilhelms-Bahn, hier grün eingefärbt, von Steele über Bochum nach Herne erfüllte sich nicht. Erst die Bergisch-Märkische Gesellschaft brachte die Wende. 1860 stieß sie mit einem Abzweig ab Witten, hier rot-violett eingetragen, über Langendreher bis Bochum und 1862 weiter über Steele bis Mülheim vor. Im selben Jahr 62 erbaute sie weitere Stichbahnen von Langendreher nach Dortmund und nach Leer. Die letztere blieb eine reine Kohlensammelbahn ohne Personenverkehr. Wir verfolgen den Weg dieser ersten Eisenbahn nach Bochum. Hier sieht man typische Kohlewagen vor der Zentralwerkstätte in Witten stehen. Bis 1907 verlief die Strecke mitten durch die Stadt Langendreher und den Volkspark auf dem Bahnhof Langendreher Süd zu. Hier etwa mündeten auch die Anschlüsse der Zechen Vollmond und Mansfeld, Kokerei inbegriffen. Heute noch kann man im Luftbild die alte Trasse ausfindig machen. Darüber sieht man einen kleinen Teil des einst sehr bedeutenden Rangierbahnhofs, der 1954 beim Querschnitt in der Nähe des Hochbunkers mehr als 50 Gleise aufwies. Ganz oben die erst 1874 gebaute Strecke der Rheinischen Eisenbahngesellschaft, die heute in diesem Abschnitt Hauptstrecke der Reisezüge zwischen Bochum und Dortmund bzw. Bochum und Witten ist. Diese halten nicht mehr in Langendreher. Ein Foto des Bergisch-Märkischen Bahnhofs Langendreher Süd. Jeder Wagen des Personenzugs trägt noch ein Bremsehäuschen. Der im Profil herausragende Durchgangswagen in der Mitte führt die bessere Wagenklasse. Rechts hinter den Güterwagen deutet sich die Teerdestillation Raschig an. Haltestelle und Zechensammelbahnhof Prinz von Preußen Süd bei Kornhapen. Im Hintergrund, schwer erkennbar, nähert sich wieder die Konkurrenzstrecke der Rheinischen Bahn, die vorerst, das ist bis 1909, parallel zur Bergisch-Märkischen weiter bis zum Lohberg führte. Auf beiden Strecken verkehrten bis dahin Güter- und Reisezüge. Wir sind im Bergisch-Märkischen Bahnhof Bochum Süd angekommen. Ein Foto des erstgebauten, einfachen Empfangsgebäudes konnte von den ersten Fotografen nicht mehr gemacht werden, weil es schon 1872 ersetzt wurde. Um eine Vorstellung der Schlichtheit des Gebäudes zu vermitteln, zeigen wir ein Foto des ersten Bahnhofs in Wattenscheid, obwohl unsere Strecke 1862 zuerst weiter über Steele nach Essen führte. Die Strecke über Wattenscheid samt dem gezeigten Bahnhof kam erst 1875 hinzu. Schließlich noch der erste bergisch-märkische Bahnhof in Essen, ebenfalls ein Holzgebäude, das jedoch die Zeit der frühen Fotografie noch erreichte. Der Abzweig nach Dortmund hingegen fand seine Krönung in diesem Gemeinschaftsbahnhof der im Übrigen konkurrierenden Köln-Mindener und Bergisch-Märkischen Eisenbahnen, gezeigt in bereits weiter ausgebautem Zustand. Es folgt ein Überblick über die Wege zum Bochumer Bahnhof Süd, die im Laufe der Zeit entstanden und zum Teil wieder vergingen. Direkt mit dem Bahnhof verknüpfte Strecken sind farbig eingetragen. Die violett durchgezogenen ab Witten und ab Dortmund über Steele nach Essen haben wir bereits kurz angesprochen. Ebenso den rot eingefärbten Abzweig nach Essen über Wattenscheid. 1870 kam die ebenfalls rot gekennzeichnete Strecke nach Norden über Rimke bis zur Zeche Schamrock in Herne als Güterstrecke hinzu, die nach Weiterführung ab 1875 auch den Personenverkehr aufnahm.
Die Personenzüge fuhren zuerst sogar von Herne über Bochum und Essen bis Schalke und umgekehrt. Später verkehrten sie zwischen Bochum und Herne bzw. Bismarck. Die gelb unterlegte Zweigstrecke von Hofstede-Rimke über Hordel-Eickel nach Wanne, zeitweilig bis Bismarck, entstand 1886 in der Regie des preußischen Staates. Schließlich eine, den meisten Bochumern nicht mehr bekannte, reine Industrieanschlussbahn nach Süden, hier als weiß-violetter Zebrastreifen, über welche die Bahnhöfe Bochum Süd und Weidmar zeitweilig direkt miteinander verbunden waren. Diese stieß in Weidmar auf die südliche bergisch-märkische Relation Langendreer, Leer, Weidmar, Dalhausen. Nach dieser Einführung gehen wir in den 1960er bis 80er Jahren mit der Filmkamera auf Spurensuche. Wir beginnen wieder im Bahnhof Witten-West, später Witten Hauptbahnhof. Von Witten bis Langendreer benutzen auch heute noch Güter- und Personenzüge das gleiche Gleispaar. Seit 1908 umfährt unsere Hauptstrecke das Gebiet von Langendreer im Osten und trifft nahe der Osterheide, nicht weit vom Rangierbahnhof, auf den Ausgangspunkt der eingleisigen rheinischen Bahnlinie von Langendreer über Witten-Ost nach Löttringhausen, hier durchbrochen nachgezogen. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahmen noch in geringem Umfang genutzt, wurde sie inzwischen gänzlich stillgelegt. Von hier an fahren die Güterzüge wieder auf eigenen, im Bild nach links abzweigenden Gleisen. Die Ansiedlung von Opel 1962 auf ehemaligem Zechengelände half beim Bochumer Strukturwandel. Ab 1967 kam ein Containerterminal hinzu, allerdings nur für kurze Zeit. Bevor von 1963 bis 1973 die letzten Zechen im Bochumer Raum ihre Tore schlossen und zum Teil seltene Gerüste verschwanden, wurden in Langendreer täglich über 3000 Wagen auf zwei Ablaufbergen zusammengestellt. Hier befand sich auch ein großes Bahnbetriebswerk mit vielen Lokomotiven, Güterzugpackwagen und Personenwagen. Die Personenwagen wurden vor allem auf der Strecke nach Löttringhausen eingesetzt. Etwa am Standort des ehemaligen Bahnhofs Langendreer Süd finden wir die alte Bundesbahnverwaltung und im Hintergrund, seit 1983, den Haltepunkt Langendreer West der S-Bahn Düsseldorf-Dortmund. Auf unserem Weg über die rot-violett gekennzeichnete bergisch-märkische Trasse lassen wir den Abzweig über Leer nach Dalhausen vorläufig links liegen. Gegenüber das letzte Fördergerüst der Verbundschachtanlage Robert Müser. Sie war durch Zusammenlegung von 4 Einzelzechen entstanden und bekam später eine 5. sowie die Wetterschachtanlagen weiterer Zechen und eine Kokerei hinzu.
eines ihrer Anschlussgleise durch Bochum-Werne. Die Gaststätte Vollmond erinnert an die gleichnamige Zeche, in welcher die erste Dampfmaschine im Ruhrgebiet zum Antrieb von Wasserpumpen eingesetzt wurde. Auf der anderen Seite münden die Gleise in eine Zufahrt zur Zeche Amalia, später chemische Betriebe. Staatliche Ordnungswünsche und finanzielle Probleme der Bahngesellschaften führten ab Anfang der 1880er Jahre zur Verstaatlichung und Neuordnung der wichtigen Strecken. Bei den transportierten Gütern drehte sich früher, abgesehen vom Stück-, Eil- und Dienstgutverkehr, im Ruhrgebiet fast alles um Kohle, Briketts, Koks und die übrigen Erzeugnisse der Kohlechemie. Um Kalk, Erze, Eisen, Stahl und Stahlwaren sowie anorganische und organische Baumaterialien, insbesondere Grubenholz. Natürlich auch Vieh- und landwirtschaftliche Produkte. Davon ist die Bedeutung des Stahls sowie seiner Halbfertig- und Fertigprodukte im Bochumer Raum geblieben. Güter wie Autos, Fahrzeugteile und Maschinen bilden einen Schwerpunkt der Stahlprodukte. Andere Güter wie verschiedene Recyclingmaterialien sind hinzugekommen. Wir kehren zurück nach Langendreher auf die Trasse der blau gekennzeichneten Rheinischen Bahn. Dort war bereits 1908 anstelle des Bahnhofs Langendreher Nord dieser Zentralbahnhof Langendreher errichtet worden, der auch den Zugverkehr des Südbahnhofs aufnahm. Von der Stadt aus konnte man ihn allerdings weniger gut erreichen als zuvor den Bahnhof Süd. Auch der Zentralbahnhof ist seit 1983 stillgelegt. Das Gebäude dient jetzt als Kulturzentrum. Der rassige Triebwagen VTL 5 mag an das rheinisch-westfälische Städteschnellbahnprojekt Dortmund-Köln erinnern, das seit 1906 immer wieder vergeblich in Angriff genommen wurde. Heute, 100 Jahre später, heißt das Projekt Rhein-Ruhr-Express. Zwischenzeitlich platzte eine schöne Seifenblase namens Metro Rapid. ...1965 war auch eine Einschienenbahn, die sogenannte Allwegbahn, für die Strecke von Witten über Bochum nach Wanne im Gespräch. Das Konzept? Luftbereifte Räder umgreifen einen Stahlbetonbalken mit Stromschiene. Hier ein verkleinertes Probeexemplar dieses in Deutschland entwickelten Fahrzeugs. Immerhin wurde ab 1932 auf bereits bestehenden Gleisen ein sogenannter Ruhrschnellverkehr aufgebaut. Nun sehen Sie das 1909 fertiggestellte Überschneidungsbauwerk am Block Prinz von Preußen. Dieser klassische Reisezug kommt soeben vom neuen Hauptbahnhof, also auf der Bergisch-Märkischen Strecke, und wechselt auf die Rheinische, um auf dem kürzesten Weg nach Langendreher zu gelangen. Der umgekehrte Tausch gilt für die Güterzüge. Dieser hier wird gleich den Bahnhof Bochum Nord erreichen.
Hinter uns und vor uns liegen Verbindungsgleise, welche im Bedarfsfall, aber auch des Nachts von bestimmten Güterzügen genutzt werden, selten von Personenzügen. Einen solch seltenen Fall sehen Sie jetzt. Beide Verbindungsgleise werden hier sogar hintereinander benutzt. Dieser umstiegsfreie Sonderzug von Recklinghausen nach Hagen hat die Verbindungskurve zum neuen Hauptbahnhof hinter sich. Diese führte ihn zum Gleis 2, von wo aus er wegen ausgebauter Weichen nur noch auf dem Verbindungsgleis zur Güterstrecke weiterfahren kann. Von dieser wird er sofort wieder auf ein Verbindungsgleis zur Personenzugstrecke zurückwechseln. Noch ein dritter, bereits erwähnter Schienenweg führt von Langendreher ins Bochumer Gebiet. Zeitweilig hatte dieser sogar mindestens eine direkte Verbindung zum Bahnhof Bochum Süd. Es ist die eingleisige Bergisch-Märkische Güterbahn nach Weidmar über Leer, die früher bis Dalhausen führte. Sie wird in Leer vom Autowerk Opel und zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen auch noch in Weidmar vom Heizkraftwerk Prinz Regent genutzt. Zuerst war sie eine reine Kohlenabfuhrbahn für die vielen direkt angrenzenden oder über ein längeres Anschlussgleis bedienten Zechenanlagen. Dank großräumiger Bauarbeiten an der Strecke von Bochum Nord erlebte man das in Bochum einzigartige Beispiel einer Wiederbegleisung, wobei an den Straßenkreuzungen, im Film die Wimmelhauser Straße, Schranken oder Warnlichtanlagen mittels einfacher Warntafeln sowie durch Langsamfahrten eingespart wurden. Das Heizkraftwerk geht zurück auf ein Zechenverbundkraftwerk, das mehrere Schachtanlagen in Bochum mit Dampf, Strom und Pressluft versorgte. Nach der Umstellung des Heizkraftwerks Prinz Regent von Kohle auf Gas wurde der Streckenabschnitt Leer-Weidmar zum zweiten Male stillgelegt. Schon vorher hatte man die rheinische Strecke Bochum Nord-Weidmar zur Bedienung dieses Kraftwerks mitbenutzt und die Gleise nach Leer abgebaut. Mit dem Güterbahnhof Leer verbinden sich die Zechennamen Isabella, Dannenbaum 1-2, Glücksburg und Julius Philipp. Mit dem Bahnhof Weidmar die Namen General, Flora, Karl Friedrich, Friederika, Hasenwinkel Schacht Fortuna und insbesondere Prinz Regent 1960 stillgelegt. Im Bild stellvertretend für diese Zechen der erhaltene Malakow-Förderturm der Zeche Julius Philipp. In Weidmar befand sich auch noch das Kraftwerk Springorum, welches die Kohle zur Stromerzeugung brauchte. Das schwarze Gold wurde nach dem Schließen der letzten benachbarten Förderanlagen in der Regel aus dem nördlichen Ruhrgebiet über Bochum Nord in schweren Ganzzügen herangefahren. In unserem Film Der Rheinische Bahnhof Bochum Nord können Sie die Bedienung dieses Kraftwerks durch eine der letzten Dampflokgiganten der DB bei Winterstimmung miterleben. Auf der Strecke im Bild links hinten gelangte man weiter nach Dalhausen. Für einige von Ihnen vermutlich eine Überraschung. Das Gleis nach rechts bediente erst die Holzhandlung Hese, dann die Zeche General mit Anschlussgleisen und führte weiter zum Werk Weidmar des Bochumer Vereins, um von dort aus schließlich in das Gleisfeld des Bahnhofs Bochum Süd einzumünden. Weil diese auf der eingeblendeten Karte grün nachgezeichnete Süd-Nord-Trasse nicht mehr durchgängig vorhanden ist, verfolgen wir bis zur östlichen Einfahrt in den Bahnhof Bochum Nord die blau gekennzeichnete rheinische Strecke, die im Bild nach rechts oben verläuft. Man sieht als kleine Verästelungen die vielen Gleisanschlüsse der verschiedenen Nutzer dieser Güterstrecke. Hier in Wimmelhausen gab es zwischen der Maschinenfabrik Eickhoff und dem Konsumverein Wohlfahrt eine Haltestelle des zeitweiligen Personenverkehrs. Wenn wir nach dem Anschluss der Holzhandlung Kespe die Personenzug-Hauptstrecke vor der Lohbergbrücke unterfahren, so gelangen wir nur wenig später zwischen Blumenstraße und Ostring in das Gelände des Nordbahnhofs, welcher 1874 gebaut wurde und der zweitgrößte der Bochumer Bahnhöfe war.
Der elektrische Triebwagen ET30 auf der Personenzug-Hauptstrecke, kurz vor dem neuen Hauptbahnhof, gehört zur Nachkriegsgeneration des schon erwähnten Ruhrschnellverkehrs. Die Kamera schwenkt hinüber zum Gleisfeld des Bahnhofs Bochum Nord. Dieser diente neben dem beträchtlichen Güterverkehr über 100 Jahre lang auch der Personenbeförderung, mit wenigen Ausnahmen im einfachen Regionalverkehr. Allerdings gab es dort zeitweilig auch einige preisgünstige und stark nachgefragte Fernpersonenzüge. Die nahe Nachbarschaft beider Hauptstrecken führte schon ab 1920 zu konkreten Plänen, hier einen Zentralbahnhof zu errichten. Der Südbahnhof vermochte schon zu dieser Zeit den wachsenden Anforderungen nicht mehr im vollen Umfang nachzukommen, da er nicht optimal strukturiert und ungünstig im Stadtgebiet positioniert war. Rechts auf der Skizze ist der Zentralbahnhof Nord gelb markiert. Er sollte der Hauptpersonenbahnhof mit einem kleineren Güterbahnhof werden. Dem Bahnhof Süd weiter links wäre die Funktion eines Hauptverschiebe- und Güterbahnhofs zugekommen, mit einem Haltepunkt für den regionalen Personenverkehr. Reparationen, Rohrbesetzung, Weltwirtschaftskrise und vor allem Zweiter Weltkrieg haben diese Planungen zunichte gemacht. Um zum Gelände des alten Hauptbahnhofs zu kommen, müssen wir ca. 800 Meter vorher den neuen durchqueren. Hier einige Momentaufnahmen, beginnend in der nordöstlichen Ausfahrt mit einer der letzten Dampfloks Westdeutschlands aus der Baureihe 44, gefolgt von der Überführung einer Altbau-E-Lok E94 in das Traditionsbahnbetriebswerk in Bochum-Dahlhausen. Die Stellwerkfunktion des Hauptbahnhofs wird seit 2008 vom elektronischen Stellwerk im Block Bochum Nord übernommen, das bereits 2004 sämtliche mechanischen Stellwerke der Güterzugstrecke von Bochum Nord bis Herne abgelöst hatte. Diese Dampflok der Baureihe 41 wird noch heute, 2009, in Oberhausen vorgehalten und zum Beispiel von Tour de Ruhr eingesetzt. Wie auch die klassisch proportionierte Diesellok V200 noch ab und an in einigen Exemplaren zu sehen ist. Einer der sehr leistungsfähigen Akkutriebwagen ETA 150 und der unvergessene Schienenstar E03 vor einem interessanten Reisezug. Das frühere Ausstellungs- und Bürogebäude der Firma Luke, heute Union Kino, und die Marienkirche bilden die Kulisse. Von der Kirche herab über das Luke-Haus hinweg können wir jetzt bereits einen Teil des Geländes des Bahnhofs Süd einsehen. Die beiden Hauptstrecken laufen weiter hinten im Rangierbahnhof zusammen. Die mit Selbstentladewagen besetzten Gleise rechts gehen außerhalb des Bildes in die Gussstahlstrecke über. Parallel dazu lag eines der Anschlussgleise zum Werksteil Gussstahl des Bochumer Vereins. Das Teleobjektiv ermöglicht links von der Mitte den Blick auf den Güterschuppen und die Freiladegleise mit Wagen. Weiter hinten auf die S-Bahn und schließlich rechts auf einen in Richtung Herne nachgeschobenen Güterzug.
Der Akkutriebwagen fährt über die 1979 errichtete Verbindungskurve zum neuen Hauptbahnhof, vorbei am Lokschuppenrest des Bahnbetriebswerks Bochum Süd. Wir werden ihn in der Gegenrichtung im Auge behalten, um uns dabei auch in einigen Rückblicken der Wege vom Norden zum Bahnhof Süd zu erinnern. Dieser Schienenweg nach Norden war früher eine durchgehend zweigleisige und ebenerdige Hauptstrecke, wie wir im historischen Filmteil noch sehen werden. Jetzt sehen wir von der Christuskirche aus links den Abzweig zum neuen Hauptbahnhof und rechts die alte Hauptstrecke zum Bahnhof Süd mit einem wahrhaft historischen Güterzug. Denn seit 2002 klafft dort eine Lücke im großen Bochumer Eisenbahndreieck. Nordost-Südwestfahrten und bestimmte Anschlussverkehre sind nun nicht mehr auf direktem Wege möglich. Etwa am Haltepunkt Bochum-West stand früher, auf Straßenniveau, die stattliche Empfangsvilla des Bahnhofs Gusstal-Fabrikation, später einfach Gusstal. Dieser war zwar nur für die Belegschaft des gleichnamigen Werkes des Bochumer Vereins vorgesehen, wurde jedoch bald auch für die übrige Bevölkerung freigegeben. Der Prellbock rechts im Bild gehört zur Sicherheitsweiche eines Anschlusses des mehrgleisigen Übergabebahnhofs. Dort stand den Werksloks ein Rechteckschuppen mit innenliegender Schiebebühne zur Verfügung. Dieses Gebäude kann man noch sehen, wie hier durch ein vergittertes Fenster des Turms der Klosterkirche. Mehr als ein Jahrhundert lang loderten mehrfarbige Fackeln aller Orten über dem Ruhrgebiet und spiegelten sich in unzähligen öffentlichen und privaten Schienensträngen, die Straßenbahnen mit einbezogen. Der Berliner Journalist Heinrich Hauser beschrieb in den 1920er Jahren in drastischer Weise den Kohlenpott als feurigen Moloch, als schwarzes Revier mit zum Teil kaum vorstellbaren Arbeits-, Wohn- und Verkehrsverhältnissen. Immerhin konnten die Menschen aus Herne und Wanne jahrzehntelang mittels der Eisenbahn in die Erholungsgebiete um Witten und Hagen entfliehen, indem die Personenzüge seit 1921 bei Präsident die Güterzugverbindungskurve auf die Rheinische Bahn mitbenutzten. Diese Kurve, rechts im Bild, dient heute nur noch dem Güterverkehr. Unser Triebwagen überquert die Rheinische Bahn und den inzwischen zentralen Sammelbahnhof des Bochumer Vereins, heute ein Kruppwerk. Früher war rechts hinter der Brücke noch ein großer Sammelbahnhof der Zeche Präsident mit einem Werkshaltepunkt. Der eigentliche Personenbahnhof Präsident befand sich hinter dem Betrachter an der Dorstener Straße. Noch in den frühen 60er Jahren waren an diesem Standort ganz links hinten die Hochöfen und rechts hinten die Zeche Präsident 1 zu sehen. In den erhaltenen Hallen der Heinzmann-Eisenhütte, links im Bild, herrscht heute noch reger Betrieb. Am Anfang der Linien in Richtung Norden hatte die Unzufriedenheit einiger der an die Köln-Mindener Bahn angeschlossenen Zechen gestanden. Sie beklagten die unzuverlässige Wagenzustellung und Abholung sowie das monopolistische Preisdiktat dieser Bahngesellschaft. Schließlich erreichten die Zechen Shamrock, Konstantin und Hannibal einen Zweitanschluss an den bergisch-märkischen Streckenvorstoß in Richtung Herne. Die Zechen Hannover und Königsgrube hingegen bekamen einen zweiten Anschluss an die später in Rimke abzweigende preußische Strecke nach Wanne, der Salzbahn. Nach den Filmszenen im Zechengelände Hannibal hier ein Foto der Zeche Shamrock. Ein Hinweis: Hinter der Bezeichnung Zeche steht oft eine Gesellschaft mit mehreren Förderschächten. Diese Dieselloks der Baureihe 218 weisen jeweils eine Leistung von ca. 2500 PS auf. Eine elektrische Lok der Bauart 151 hingegen leistet ca. 8000 PS, ist jedoch abhängig von einem Fahrdraht. Links das Anschlussgleis zur chemischen Fabrik, außer Betrieb. Etwas weiter links war der Anschluss der Salzbahn, von dem hier nur noch ein kleines Stückchen übrig geblieben ist. Der Bahndamm über der Straße an den Klärbrunnen und ein Blick auf die Trasse der Salzbahn. Eisenbahnbrücke Almerstraße an der Bahnstation Hordel-Eickel. Der Aufstieg zum Bahnsteig des Bahnhofs Hordel-Eickel. Die Schienen lagen auf Bochumer Stadtgebiet. Das große Gebäude rechts im Bild wird heute noch bewohnt. Ein Stück weiter war der Anschluss der Zechen Hannover und Königsgrube.
Es folgen Filmszenen auf dem Gelände der Zeche und Kokerei Hannover in den späten 60er Jahren. Die Zechen Hannover und Hannibal wurden als letzte in Bochum Anfang 1973 stillgelegt. Noch ein Jahr zuvor hatten sie inzwischen unter dem Dach der Rohkohle AG mit einer Belegschaft von 2.900 Personen 2.159.000 Jahrestonnen Fett- und Gaskohle gefördert und einen großen Teil davon zu Koks weiterverarbeitet. Die Zeche Hannover, die im Laufe der Zeit 5 Schächte aufwies, hatte die erste Turm-Köpe-Treibscheibenförderung für einen Hauptschacht im Ruhrgebiet. Auch der Kohlenhobel wurde hier erstmals im Revier eingesetzt. Und die Viersaalförderung feierte sogar ihre Weltpremiere. Ab 1910 hatte die Kokerei der Zeche auch die Gasversorgung der Stadt Bochum übernommen. Vom Haltepunkt Hordel-Eickel weiter zum Bahnhof Wanne, wobei wir den Haltepunkt Röllinghausen überspringen. Der Bahnhof Wanne, zuerst ein kleiner Zechenbahnhof, wurde zwischenzeitlich als Wanne-Eickel Hauptbahnhof eine riesenhafte Drehscheibe für den Güter-, Nah- und Fernverkehr sowie ein großer Knotenpunkt für die Personenbeförderung. Es gab zum Beispiel eine Durchbindung Bochum Süd, Wanne, Dorsten und Winterswijk in den Niederlanden. Wir gelangen von der Köln-Mindener über die Verbindungskurve bei Herne zurück auf die Bergisch-Märkische Strecke. Industrie- und Zechenabzweig an der Grenze Herne-Bochum. Hier gabelten sich die Anschlüsse zu 8 der 11 Schachtanlagen der Zeche Konstantin. Zurzeit finden wir hier noch die Firma Bergrohr und die Maschinenfabrik Flottmann. Der Sammelbahnhof Konstantin, direkt vor dem Bahnhof Rimke, bediente noch 2 weitere Schächte und hatte Anschluss zum Hafen Wanne über die Wanne-Bochum-Herner Industriebahn. Vom Sammelbahnhof hinauf auf den Grummer Berg zur Großanlage Konstantin 6-7. Die Chronik einer solchen Zeche weist selbstverständlich auch die Fabrikation von Koks, Ammoniak, Teer und Benzol auf. Kohleförderung 1965 1,6 Millionen Tonnen. Schließung 1967. Der Bahnhof Rimke verfügte über bis zu 15 Gleisanschlüsse. Zu den letzten zählten Hannibal, der Schlachthof und die Firmen Balke, Wedak und Grätz. Aus Grätz wurde Nokia, wie auch der Name des Haltepunktes, und das Anschlussgleis verlor seinen Glanz. Um den Erhalt und sogar die Zunahme des Personenverkehrs auf dieser Strecke hat die Firma Nokia sich durch ihre finanzielle Unterstützung bleibende Verdienste erworben. Wir sehen nun den Akkumulatortriebwagen, dessen Reichweite übrigens bis zu 400 Kilometer betrug, in der dritten Farbvariante seiner Einsatzzeit. Rückkehr auf das Gelände des Bahnhofs Bochum Süd mit Fracht- und Lokschuppen. Wir begeben uns jetzt von hier aus ein Stück auf den Weg gen Westen, auf die große Kursbuchrelation Hamm-Köln und zurück, bis zum Einblick von der Brücke Engelsburger Straße in die Gabelung der Strecke. Links kommt man von Essen über Steele und Höntrop, rechts über Wattenscheid. Der Museumszug hat von Dahlhausen aus die Verbindungskurve in Horst benutzt. Heute fährt links die S-Bahn und rechts vor allem der übrige Personennah- und Fernverkehr. Die Verbindungskurve in Horst. Sie war insbesondere für die Schwertransporte der Henrichshütte in Hattingen gebaut worden und ist inzwischen wieder stillgelegt. Thank you.
Jetzt widmen wir uns dem Bahnhofsareal selbst, seiner geschichtlichen Entwicklung, seiner näheren Umgebung und seinen Industrieanschlüssen. Empfangsgebäude und Ladestraße 1886, beides noch ohne An- und Umbauten. Bahnsteigseite 1902, der Bahnkörper ist um 1,5 Meter höher gelegt worden, um den Personentunnel zu den mittleren Bahnsteigen und vor allem die Unterführung der Hattinger Chaussee zu ermöglichen. Königliche Eisenbahnbetriebsinspektion zwischen Kaiser- und Bahnhofstraße und die Senke zur Unterführung kurz nach deren Vollendung. Die nach jahrzehntelangen Klagen endlich gebaute Unterführung der Hattinger Chaussee hatte nur für die Fußgänger genügend Breite und war des Öfteren überschwemmt. Sie wurde bald die Mausefalle genannt. Im Jahr 1900 wurde der Bahnhof täglich von 260 Reise- und Güterzügen angefahren. Hier ein Foto des Jahres 1910, in welchem rund 1,6 Millionen Fahrkarten verkauft wurden. Schon 1921 wurde diese Anzahl verdoppelt. Das Erscheinungsbild nach den An- und Umbauten des Empfangsgebäudes und den Verschönerungen des Vorplatzes. Im Hintergrund die Stahlindustrie. Bahnpoststelle, Schalterraum und Schalterhalle. Auf diesem Luftbild aus den 30er Jahren, am linken Bildrand, ist der Ringlokschuppen noch komplett vorhanden. Die Personenzüge auf der Gustalstrecke links mussten ganz vorn rechts eine Spitzkehre machen, um an die Bahnsteige in Bildmitte hinten zu gelangen. Zeitweise erwies sich dabei ein Dampftriebwagen als gut geeignet. Viele Züge hielten jedoch stattdessen an einem Behelfsbahnsteig an der Gustalstrecke. Skizze eines Dampftriebwagens der Bauart Thomas. Links hinten der Werksteil Stahlindustrie und einige seiner Anschlussgleise. Rechts die Kolonie Stahlhausen, davor an der Gustalstrecke die lange Halle der Firma Ohrenstein und Koppel und vorn rechts das Futtermittelsilo der Landwirtschaftlichen Genossenschaft. Beengte Verhältnisse. Hinter den prachtvollen Häusern der Hattinger Straße liegt der zweite Teil des Güterbahnhofs. Die Bahnsteigüberdachung gab es trotz vieler Proteste erst seit 1899. Manche Bürger waren dennoch enttäuscht, denn sie hatten eine große Überspannung wie in Essen erwartet. Die vielen Schienenverbindungen setzten sich bis über die Hattinger Straße fort. Links hinten ein Stellwerk, rechts hinten die Eisenhütte Westfalia. Skizze der Eisenhütte Westfalia. Das Gleis links führt vom Bahnhof zur Zeche Frederika 1. Versuchsfahrt durch Bochum. Dieser schnelle Schienenzeppelin von Kruckenberg bewährte sich nicht, führte aber zusammen mit seinem dieselhydraulisch radangetriebenen Nachfolger zu wertvollen Erkenntnissen und Neuerungen. Hier lässt sich gut nachvollziehen, dass vor dem Brückenbau die Gleise und Rangierweichen mitten auf der Hattinger Chaussee lagen, auch der Abzweig zur Zeche Frederika vorne. Dies führte nach Aussage des märkischen Sprechers zu 7 bis 8 Stunden geschlossener Bahnschranken täglich. Handelshof und Straßenbahnpavillon. Der Bahnhof wurde von mehreren Straßenbahnlinien berührt. Die Gleisanschlüsse des Bahnhofs mit Wagengestellung im Jahre 1920. Weiterhin kamen die Landwirtschaftliche Genossenschaft und die Firmen Edeka, Rudja, Robert, Nemsat, Müller und Seifert. Ohrenstein- und Koppelfabrikhalle, Futtermittelsilo, Wasserturm, Lokschuppen und die noch vollständige Gussstahlstrecke. Die städtische Badeanstalt an dieser damals doppelgleisigen Bahnlinie. Links davon elektrische Zentrale, Gasanstalt und Wasserwerk mit Gleisanschlüssen. Überquerung der Diekamp, vormals Schillerstraße. Überquerung der Alleestraße.
eine nur wenig erträglichere Situation als an der Hattinger Chaussee. Hier sorgten vor allem lange, stillstehende Güterzüge für viele Sperrungen. Die prächtige Villa des Haltepunktes Gussstahlfabrikation, später Bochum Gussstahl. Das Werk Gussstahl des Bochumer Vereins. Vorn die Alleestraße, hinten links die Hochöfen. Unsere Strecke verläuft hinter dem Werksanschluss rechts im Hintergrund weiter nach Norden. Die Hochofenanlage 1923 mit Winderhitzern, Schrägaufzügen, Güterwagen und Bunker für die Rohstoffe. Eine Lastenschwebebahn stellte die Verbindung zur Kokerei der Zeche Karolinenglück her. Anschluss der Westfälischen Stahlwerke an der Bahnstrecke Bochum Süd-Essen. 1926 wurde daraus das Werk Weidmar des Bochumer Vereins. Das Werk Weidmar war außer mit dem Südbahnhof über ein langes Werksgleis mit dem Werk Höntrop und weiter mit dem Werk Gussstahl verbunden. Vom Sammelbahnhof am rechts im Bild befindlichen Lokschuppen vorbei führte ein weiteres Gleis in großem Bogen zum Bahnhof Weidmar tief im Hintergrund. Die Güterwagen links stehen kurz vor dem Abzweig zur Zeche Engelsburg, seit 1868 eine Hauszeche des Bochumer Vereins. Im weiteren Streckenverlauf hinter der Blockstelle Eppendorf lagen die Anschlüsse der Zechen Maria, Anna und Steinbank. Es folgen Aufnahmen kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, der die Stadt Bochum in besonderem Maße verwüstete. Die Hattinger Straße verlief rechts unter den Belüftungsgittern. Sie mündete stadteinwärts in die Bahnhofs, heute Kortumstraße. Links die Kaiser, heute Viktoriastraße. Einige Jahre später wurde der Straßenverlauf an dieser Stelle im Zuge der kompletten Neugestaltung der Bochumer Innenstadt grundlegend geändert. Viktoriastraße und Königsallee bilden die neue Nord-Süd-Achse, hier gelb dargestellt. Der alte Verlauf ist rot gekennzeichnet. 1949 entstand ein solides Neubauprovisorium des Hauptbahnhofs an alter Stelle, später als Bundesbahnschule genutzt. Blick in die ansprechende Schalterhalle. Fahrkartenausgabe im Südausgang, der zur Mausefalle führte. Unter der Überführung Hermannshöhe die tiefer liegende alte Trasse. Verlegung und endgültiger Neubau des Hauptbahnhofs war mit Anhebung von Gleisen und Verbesserung der verbliebenen Brücken verbunden. Gleisplan des Bahnhofs 1946. Der Rangierbahnhof schließt sich links außerhalb an. Wir begeben uns in den Güterbahnhofsteil am Ringlokschuppen in Bildmitte. Links die Anschlüsse des Güterbahnhofs und des Bahnbetriebswerks mit Lokschuppen. Die Ausstattung eines Bahnbetriebswerks mit Lokschuppen, Drehscheibe, Wasserkran, Bekohlung, Besandung und Entschlackung lässt sich heute noch im Traditions-BW Dahlhausen in Funktion erleben. Freiladegleise mit Ladeleere. 1920 wurden im Südbahnhof ca. 20 Güterzüge täglich zusammengestellt, 1930 nur noch 3 bis 4. Der Nordbahnhof übernahm hierbei allmählich die führende Rolle. Der Frachtschuppen mit Ladegleis hier auf der Streckenseite und hier auf der Seite des Güterbahnhofs. Den Stückguttransport hat die DB allerorten aufgegeben. Seitdem träumen die Anschlussgleise der Güterschuppen von besseren Zeiten. Ehemaliger Gepäckwagen mit Zugführerkanzel, zuletzt Bahndienstfahrzeug. 1920 hatte der Südbahnhof 40 Loks, und zwar 4 Personenzugschlepptender, 12 Güterzugschlepptender und 24 Tenderloks. Dazu 39 eigene Personen- und 8 Gepäckwagen, 26 Güterzugpackwagen sowie viele Kesselwagen der chemischen Fabrik Lütgen. Bis zum Zweiten Weltkrieg schrumpfte der Fahrzeugpark beträchtlich zugunsten anderer Bahnhöfe des Reviers. Das Leerstellwerk im Dornröschenschlaf auf der Streckenseite. Dem mechanischen Hebelwerk in seinem Innern hauchen wir neues Leben ein, indem wir eine Anleihe beim Bahnhof Bochum Nord vornehmen
So können wir die klassische Stell- und Sicherungstechnik noch einmal vor unseren Augen erwachen lassen. Das Bild der Eisenbahn im Revier zur Reichsbahnzeit bestimmten nicht nur die schönen Bahnhöfe und Formsignale, sondern neben den vielen preußischen Dampfloks seit 1925 auch die Einheitslokomotiven mit ihren großen Windleitblechen. Hier zwei der beeindruckenden Schnellzuglokomotiven der Baureihen 01 und 03. Die Schnellzugdampfloks waren unter anderem in Dortmund, Essen, Wanne und Hamm beheimatet. Wegen der Lage des Bahnhofs Bochum Süd an einer wichtigen Fernstrecke machten jedoch die Schnellzüge fast eines ganzen Jahrhunderts hier Halt. In der Reichsbahnzeit gehörte zum Winter auch in Bochum der Schnee. Wir sehen eine Einheitsgüterzug-Schlepptender-Lokomotive mit 5 gekuppelten Achsen der Baureihe 50. Diesen Reisezug, angeführt von einer Lok der Baureihe 62, können wir uns auf einer Probefahrt im Dezember 1931 von Düsseldorf nach Hamm vorstellen. Dieser Loktyp war nämlich gerade erst von der Deutschen Reichsbahngesellschaft abgenommen worden. Wegen vereister Schienen wurde der Zug von einer Lok der Baureihe 744, früher preußische T12, bis Langendreher nachgeschoben. Diese Gattung war im Südbahnhof über Jahrzehnte stationiert. Ein paar Reporter von Fachzeitschriften haben sich zwecks eines Bilddokumentes eingefunden. 1931 hielten im Süd- bzw. Hauptbahnhof 43 Zugpaare. Lassen wir unsere Fantasie noch einen Moment lang beim Zauber der Reichsbahn verweilen. Unser Zug mag soeben auf dem Fahrdamm zwischen Kornhapen und Bochum-Werne unseren Blicken entschwinden. Nach dieser Live-Einlage des Reichsbahnbetriebs kehren wir zurück zur Bundesbahn der 70er, 80er Jahre in das Umfeld des ehemaligen Südbahnhofs. Unsere Spurensuche folgt den verbliebenen Gleisen ehemaliger, aber auch der wenigen heute noch bestehenden Werksanschlüsse. Antoniuskirche und Bauten der Stahlindustrie grüßen herüber, wenn wir vom S-Bahn-Haltepunkt Bochum-Ehrenfeld aus unsere letzte Runde drehen. Diese Gleise führten parallel zur Ehrenfeldstraße unter anderem zu Heidemann und Pelzer, deren Hinterlassenschaft noch sichtbar ist. Weiter über die Brücke Königsallee zum Anschluss Friederika in Wimmelhausen, ehemals mit Anlegern wie der Deutsch-Amerikanischen Petroleumgesellschaft und zur Eisenhütte Westfalia. Vergessene Eisenbahn- und Straßenbahnschienen auf der Oskar-Hoffmann-Straße, Gleisanschluss Friederika. Ebenfalls parallel zur Ehrenfeldstraße und zur Hauptstrecke, jedoch nach Westen sind die Gleise im Bild links ausgerichtet, die zuerst weiter zur Zeche Iduna, später zu den Westfälischen Stahlwerken und schließlich in einer Verzweigung weiter zum Bahnhof Weidmar führten.
Nun blicken wir von der Brücke Engelsburger Straße zurück auf die andere Seite der Hauptstrecke. Die Rangierlok fährt vorbei an der ehemaligen Gleisverbindung der Zeche Engelsburg zum Anschluss der Stahlmagazin GmbH Bochum sowie, siehe blaue Fassaden hinten links, zum Anschluss der Firma Finkenhol, Stahlbearbeitung und Stahlhandel. Der 18-gleisige Rangierbahnhof war von Anfang an hauptsächlich ein örtlicher Verteilungsbahnhof. Er wurde in den 70er-80er Jahren noch in bescheidenem Umfang genutzt. Das Stellwerk am Ablaufberg und der Verbindung zur Hauptstrecke am Westende war noch vorhanden. Früher schloss sich dort ein kleinerer Werkstättenbahnhof mit Magazin und Portalkran an. Das Anschlussgleis und die Gleishafe mit mehreren Abstellgruppen. Noch sind die Schienen ziemlich rostig, aber zwei Jahrzehnte später, im Jahre 2006, der Kampf gegen das Buschwerk ruht, jedoch die Gleise glänzen. Am Standort dieses Güterwagens wurde schon einmal ein Foto gemacht, das wir Ihnen nicht vorenthalten wollen, bevor wir die BSR vorstellen. Die Bodensanierung und Recycling GmbH hat sich am Rande des Rangierbahnhofs niedergelassen und dessen gänzlichen Abbau verhindert. Hier wird insbesondere Altschotter zur Neuverwendung aufbereitet. Dafür benutzt die Gütersparte der Deutsche Bahn AG den vorderen Teil des noch vorhandenen Stellwerks. Ein ehemaliger Anschluss des Werksteils Obere Stahlindustrie, später Bochumer Eisenhütte Heinzmann, an der Bessemer Straße. Nahe der Brücke Bessemer Straße von links der verwilderte Abzweig dieses Anschlusses. Der andere Strang der Weiche führte zum Werksteil Untere Stahlindustrie an der Kohlenstraße, wo wir unsere Aufnahmen fortsetzen. Man sieht, dass derzeit hier noch gearbeitet wird. Die Zuführung der Wagen erfolgt nur noch vom Werksteil Gussstahlfabrik unter der Alleestraße hindurch. Oben hinter der Mauer verläuft die Kohlenstraße. Zurück auf die Brücke Bessemer Straße. Zur anderen Seite der stillgelegte Anschluss der Firma Ohrenstein und Koppe. Der letzte der noch heute bedienten Anschlüsse führt zur Halle der Bochumer Eisenhütte Heinzmann an der Klosterstraße. Angefangen mit Beispielen aus der Zeit vor der Jahrhundertwende, stellen wir zu guter Letzt eine Reihe von Fahrzeugen vor, die man im Bahnhof Bochum Süd antreffen konnte. Dabei beschränken wir uns in der Regel bei den Typenbezeichnungen auf die Lokomotiven, angefangen bei der Preußischen Staatsbahn. Der Bahnhof Wanne zur Jahrhundertwende. Von hier aus könnte der folgende Zug mit einer Lok der Gattung T91 auf der Salzbahn in Richtung Bochum Süd unterwegs sein. Zweizylinder-Verbund Schlepptender-Personenzuglok der Gattung P42, gebaut seit 1898, zugelassen für eine Geschwindigkeit von 90 km/h, stationiert in Bochum Süd. Preußischer Plattformwagen der 3. plus 4. Klasse mit Dachlüftern und Kaminen der Gasbeleuchtung. Die linke Hälfte dieses Wagens ist ein Packwagen, die rechte ein Postwagen mit Briefkasten. Unten in der Mitte die Klappe eines Hundeabteils mit Lüftungsschlitzen. Weitere in Bochum Süd stationierte Lokgattungen waren die Tenderloks T11, im Bild zweimal vor einem Personenzug unterwegs, die T12, hier als Modell, wie auch die T14. Die T14 mit ihren etwas kleineren Treibrädern, wie auch die nachfolgend gefilmte T13, wurden im Güterverkehr, aber auch im Personenzug, Rangier- und Nachschubdienst eingesetzt. Eine Lok der Gattung T13 zieht einen preußischen Personenzug.
Diese Loktype, gebaut ab 1909, war unter anderem in den Bahnbetriebswerken Bochum Nord und Langendreher beheimatet und daher oft auch im Bahnhof Bochum Süd anzutreffen. Güterwagen aus der Zeit der Preußischen Staatsbahn. Die Bergisch-Märkische Eisenbahn war 1882 verstaatlicht worden, 2 Jahre nach Gründung des Preußischen Staatsbahnwagenverbandes, der eine weitgehende Vereinheitlichung der Güterwagenbauarten zur Folge hatte. Zur Erfassung der Wagen diente die Ordnungsnummer und der Stadtname der Eigentumsdirektion. Es folgen Szenen mit den in Bochum Süd stationierten Güterzug-Schlepptendergattungen G3 und G8, gebaut ab 1877 bzw. 1902. Die Baureihe 55, vormals G71, führt uns in die Reichsbahn-Ära, die 1920 begann und 1924-25 zu einem neuen Bezeichnungsschema für Lokomotiven führte. Das farbenfrohe Gewand der Länderbahnzeit musste dem schwarz-roten Einheitsanstrich der Lokomotiven und dem braun-grünen der Personenwagen weichen. Eine 55 überholt eine 5620. Beide Baureihen waren im Südbahnhof beheimatet. Güterzugloks der Baureihe 5620 erwiesen sich als gut geeignet für längere Steigungen, wie denen im Bereich Steele oder zwischen Bochum-Rimke und Bochum-Werne. Die 5525, früher G81, unter anderem im Bochum-Nord stationiert, war eine überaus erfolgreiche Baureihe. Allein die deutschen Länderbahnen und die Deutsche Reichsbahngesellschaft, kurz DRG, bezogen rund 5000 Exemplare. Circa 150 Stück gingen ins Ausland und 10 bekam die Zeche Deutscher Kaiser in Oberhausen. Eingesetzt wurden die ab 1913 gebauten, rund 1250 PS starken Loks im Güterzug und Verschiebedienst sowie auf vielen Industrie- und Zechenanschlüssen. Dieses Kraftpaket, als 94.5 in Bochum Nord und zuvor als T16.1 in Bochum Süd stationiert, leistete beste Arbeit im Rangier- und Nachschiebedienst. Ihr Einsatz bei der DB endete erst 1973. Solche Waggons zählten zur Klientel der Baureihe 94.5, gedeckte Güterwagen der DRG. Jetzt bedeuten die Städtenamen bestimmte Gattungsbezirke, gleichbedeutend mit bestimmten Bauarten. In Bochum Süd beheimatet waren auch die Baureihen 74.4 und 78, die jetzt nacheinander zu sehen sind. Die Baureihe 78, XT18, bezeichnet im Personen-, Schnellzug- und auch im Güterzugdienst bewährte, laufruhige Maschinen. Etwas Besonderes stellte zur Länderbahnzeit die kurvengängige G9, Sonderbauart Mallet, dar, die von ihrem Stationierungs-BW Wanne aus manchmal den Bahnhof Süd erreichte. Ebenfalls nur zu Gast, und zwar aus Wanne oder Herne, war die T92 hier als 91.0.
Die Stars der Schiene waren zu allen Zeiten die jeweiligen Schnellzuglokomotiven. In Bochum Süd hielten zur Preußenzeit Loks der Gattungen S1 bis S10. Hier Beispiele der S1, S7 sowie S10, später Baureihe 17 in verschiedenen Unterbauarten. Aber auch die Personenzugloks der Gattung P8, später Baureihe 3810, gebaut ab 1906, Höchstgeschwindigkeit 100 km pro Stunde, erwiesen sich als geeignet für das Führen von Schnellzügen. Allein für die deutschen Bahnverwaltungen wurden fast 3600 Exemplare dieser Erfolgslok gebaut. Einige hundert gingen ins Ausland. Heute noch kann man eine 38er im historischen BW Dahlhausen und auf der Ruhrtalbahn im Betrieb erleben. Ein Wagen der Deutschen Reichspost, gebaut 1926. Und ein preußischer Abteilwagen, gebaut 1913. Die vierte Wagenklasse wurde 1928 abgeschafft. Loks der Baureihen 38, 78 und 17 wurden im Ruhrschnellverkehr eingesetzt. Das zweite Foto zeigt eine 38er mit Abteilwagen englischer Bauart. Auch die formschönen, vierfach gekuppelten, rund 1600 PS starken Personenzugloks der Gattung P10, später Baureihe 39, wurden erfolgreich im Schnellzugverkehr eingesetzt. Ihr Drillingstriebwerk sorgte für gutes Anfahr- und Beschleunigungsverhalten auch im Hügelland und im Mittelgebirge. Erfreuen wir uns einiger Filmszenen mit der Einheitsschnellzuglok der legendären Baureihe 01. Vor dem Zweiten Weltkrieg wurden einige der Schnellzugloks mit Stromlinienverkleidungen versehen, die in der Regel während des Krieges wieder entfernt wurden. Man konnte sie im Südbahnhof bewundern, wie auch diese effizient arbeitende Dampfturbinenlokomotive T1810 von Krupp, die in Hamm zwei Bombentreffern zum Opfer fiel. Ein Blick zurück in die Richtung, aus der wir gekommen sind.
Abendstimmung für unsere Abschiedsszenen im Gelände des ehemaligen Bahnhofs Bergisch-Märkisch, später Bochum Süd, schließlich erster Bochumer Hauptbahnhof. Ein historischer Augenblick. Solche Schnelltriebwagen der Deutschen Reichsbahn fuhren in der dreiteiligen Version auf der Ost-West-Achse durch Bochum Süd. Dieser hier erbringt am 9. September 1995 die allerletzte Personenbeförderung vom Areal des Bahnhofs über die alte Gusstalstrecke nach Norden. Diese Gleise und den Lokschuppen im Hintergrund gibt es inzwischen nicht mehr. Und der Schnelltriebwagen lässt sich nur noch auf einem Abstellgleis im Leipziger Hauptbahnhof bewundern. Das Konzept dieser Triebzüge lebt jedoch bis heute in den ICEs fort.